Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ihr müsst eure Reichweite nutzen. Krasse Erfahrung. Du denkst, du bist bewusstlos. Wir sind heute im Top Athletic Gym und wir haben zu Gast den Yoshi mit seinem Trainingspartner Eugen und den Raphael mit seinem heutigen Trainingspartner, dem Thorsten. So, wir legen heute zusammen eine kleine Kampfsporteinheit auf die Matte. Schauen wir mal, was die Jungs drauf haben. Es wird geil. Ja, dann macht euch erstmal warm, lauft ein paar Runden. Und so also seitlich mit dem Blick nach innen. Hier die Arme schwingen, einfach die Schultern mobilisieren. Ich kann nicht mehr. Wir machen Folgendes, wir ziehen von hier ein bis zwei Vorwärtsrollen, je nachdem wie viel ihr auf die Länge schafft, bis zur anderen Seite des Cages, okay? Laufen wir außen rum und dann die nächste Bahn, ja? Also, versucht wieder auf die Beine zu kommen. Ja. Boah, ich weiß gar nicht, wie so eine Rolle funktioniert. Ja, voll. Und rückwärts von. Nice. Und bei diesen Sachen geht es darum, dass ihr checkt, dass euer Kopf immer weiß, dass ihr immer wisst, wo sind meine Gliedmaßen, wo ist alles. Ja? Dafür sind diese Übungen. Das ist Koordination. Das sind so gesehen einfache Sachen, aber das sind genau diese Sternchen, die du auch dann später wahrscheinlich sehen wirst. Aber daran schon mal gewöhnen. Zum Glück sind meine Gliedmaßen immer an ähnlichen Stellen. Deswegen habe ich schon so ein kleines Rauchgift. Nein, das könnte jetzt so ein. Also Ratschlag. Go. Ein paar Schritte im Handstand gehen. Ja, auf 3, 1, 2, 3. Mach nochmal, 1, 2, 3. Okay. Kannst du keinen Handschuh? Nee. Die Zeit. Wir machen uns gut. Probieren. Nochmal. Jawohl. Voll schon vorne an. Stabil. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Boah. Ich mach Pause. Wir machen das alles, ne, damit wir uns eben nicht verletzen. Also. Wollen wir uns mal dabei verletzen? Alles bis ja. Okay. Ganz tiefer Squat. So tief wie ihr könnt. Und dann hier rausdrehen. Bis jetzt hat sich hier noch keiner was abgelöst. Raphael ist der Erste. Ich wollte gerade sagen. Ja, total ungewohnt. Danach brauche ich erstmal 3-4 Tage Pause. Okay, dann von hier. Ihr müsst nicht an die Füße, sondern wenn ihr es schafft, an die Fußgelenke ist auch schon gut oder an die Schenkel. Ich komme an die Knie, ist das auch okay? Aber, ja. Hauptsache ein bisschen den unteren Rücken mobilisieren. Ist das für die Fußfetischisten? Ich war nicht bei der Pediküre. Jetzt kämpfen wir direkt. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir waren aber eine Vorübung schon zum Kämpfen. Hand-Auge-Koordination. Wir gehen partnerweise zusammen, ja? Ihr nehmt jetzt euren Trainingspartner, bitte. Ja. Genau, ihr zwei. Und mal anfangen, ich mach's gerade mit dir vor. Schulterspiel, ja? Ihr sucht euch hier zwei Matten raus ungefähr, 2 Quadratmeter. Und versucht einfach die Schulter vom Partner zu berühren. Ganz locker, ja? Es geht nur um Hand-Auge, ohne Power. Okay? Ich bin jetzt in die Atmung, nicht das Atmen vergessen, gell? Treff deine Schulter nicht. Zu klein. Also Ausweichbewegungen machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ihr müsst eure Reichweite nutzen. Raphael, wenn du größer bist, du hast auch längere Arme, ja? Das musst du ausnutzen jetzt gegen ihn. Und zwar gehen wir jetzt an die Knie. Ja, das ist jetzt auch wieder eher was fürs Wrestling. Wir sind hier tiefer, Beine mehr gebeugt.
haben die Hände auch tiefer und versuchen, die Knie oder den Oberschenkel vom Partner zu treffen, okay? Genau. Und das ganz flüssig, ganz locker. Nicht hier jetzt keine Backpfeifen geben, sondern einfach nur Berührung, ja? Kapiert? Ja. Ein, zwei Minuten. Let's go. Also wirklich gut, ich bin schon mal beeindruckt, ihr seid beide ziemlich athletisch. Also andere Bodybuilder, die ich so erlebt habe, die waren wirklich stiff as fuck und langsam. Das sieht wirklich gut aus, also sehr, sehr nice. Ach, schon anstrengend. Das ist hart. Also wir sind mit dem Aufwärmen jetzt durch. Die Jungs haben sich schon richtig gut geschlagen in den Partnerübungen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ready für ein paar Stand-Up-Drills. Ziehen uns die Handschuhe an und dann geht's weiter. Jetzt geht's hier an den Kickschutz. Ziemlich selbsterklärend, glaube ich, wofür er da ist. Er schützt beim Kicken. Hoffen wir es mal. Das ist auf jeden Fall eine völlig andere Belastung, als mein Körper gewohnt ist. Ich glaube, ich habe seit gefühlt 6 Jahren nicht mehr 2 Minuten lang am Stück Sport gemacht. Ich sage euch eine Sache. Das sieht im Fernsehen immer einfacher aus und auf der PlayStation auch bei UFC. Ja. Ich habe immer Overeem genommen. Wir haben ja jetzt schon das Schulterspiel gemacht. Die Arme sind schon locker, die Arme fliegen schon. Wir machen jetzt mal Folgendes. Partnerweise bewegt ihr euch ein bisschen hier und du hältst mir bitte die Hand hoch wie eine Pratze, genau, und wir hauen erstmal, ihr seid alle Rechtshänder, richtig? Alle Rechtshänder? Ja? Okay. Wir hauen unsere Führhand, also die linke, einfach mal hier raus, jetzt wieder runter, bewegen uns wieder, gib's hoch, bumm, okay? Einfach nur wieder Hand-Auge, dreimal, ja, und dann tauschen wir, bewegen uns weiter, bumm, genau, bumm. Jetzt auch nicht, ihr müsst jetzt nicht voll Power reinhauen. Guck mal, ein Jab ist eigentlich, ich teste die Distanz. Ja? Ich fühle, okay, wie weit ist er weg? Das ist keine Bombe hier, sondern das geht auf dem kürzesten Weg durch die Mitte. Ja? Von da, wo die Hand ist, ja. Ihr seid hier in eurer Kampfstellung, von da, wo die Hand ist, geht ihr auf dem kürzesten Weg durch die Mitte an sein Kinn, okay? Also hier, nicht so, keine Umwege hier, sondern einfach so, durch die Mitte und, ganz wichtig, genauso schnell wie ihr nach vorne feuert, zieht ihr wieder zurück. Okay, mal ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst vor meinem Trainingspartner. Der sagt nichts, aber guckt immer so. Und gleich hast du alles. Ja. So. Ja, versucht die Hand ganz zu den Arm ganz zu strecken dabei. Durch noch ein bisschen langsamer zwischen den Schlägen. Ah, okay. Mach einen Schlag. Dann checkst du, okay, stehe ich richtig, alles richtig, Hand richtig, nächster, stehe ich richtig. Also du musst nicht hier feuern, ne? Okay. Streck mal ganz die Hand. Guck mal, du hast lange Arme, du musst das nutzen. Genau. Achso, und dann schlage ich auch den Arm. Genau. Achso, ich bleibe dann auch weiter hinten. Okay. Streck ganz den Arm, also nutz einfach beim Jab deine Reach, reicht deine komplette Distanz. Ja. Du bist größer als er, du bist länger als er. Ja. Deshalb geh auch auf die ganze Distanz. Komplett raus den Arm quasi, ja? I was born a killer, I was meant to win. I am down and willing, so I will find a way. It took a minute, now it didn't happen right away. When it get hot in the kitchen, you decide to stay. That's how it winners made. Stick a fork in the hater on my dinner plate. I walk into the fire like it's just a bit of flames. I switch my style up, push the money pile up. Okay, so das passt schon mal, das sieht gut aus. Wir nehmen jetzt die rechte dazu, folgendermaßen. Wir machen jetzt 4 Schläge. Ich mach 1. Danach hältst du mir bitte die rechte, okay? Ich schlage jetzt eine Cross. Bei der rechten nutzt ein bisschen mehr die Hüfte hier, okay? Der Schlag fängt eigentlich hier unten an, aus dem Boden, aus dem Fuß. Dreht ihr eure Hüfte nach vorne und dreht dann am Ende erst die Schulter nach vorne und dann kommt die Extension hier im Arm, ja? Also wir sind hier, boom. Das hier ist wichtig, dass ich von hier meinen Ellbogen sozusagen nach vorne starte, nicht hier aus dem Arm haue.
hier ist nichts dahinter. Ja, es ist lahm und da ist keine Power dahinter. Sondern, boom, holt euch die Base vom Boden und durch die Mitte. Gleiches Prinzip. Eine rechte Gerade geht auf dem kürzesten Weg von hier an das Kinn und wieder zurück. Keine Umwege, nicht das hier machen. Das ist was anderes, ja? Ready? Go. Jawohl. So, mehr Hüfte, Yoshi. Ihr müsst gerade eure Masse nutzen, ja? Und die hinter die Hand bringen. Ja. Wenn ihr nur so macht, hier, dann bringt ihr das nicht, dass du 117 Kilo hast. Sondern bring deinen Körper dahinter. Bring deinen Körper dahinter. Ja? Da ist die Hand. Und das geht wie ein Pfeil. Boom, gerade aufs Kinn, okay? Komm zu mir. Wir machen jetzt mal nur die rechte, ja? Und bring mal deinen Körper dahinter. Richtig, deinen Körper dahinter. Boom. So. Wenn du das hier machst, dann ist dein Körper daneben. Okay. Jetzt ist dein Körper dahinter, ja? Du hast die Base dahinter. Verstehst du, was ich meine? Nee, nicht drücken, aber wenn deine Hand hier ist, kannst du ja keinen Raum. Wenn du hier bist, jetzt kannst du Power drauf geben. Weil du die Base hast aus dem Boden. Da ist, genau. Dann aus der Hüfte. Okay, versuch mal. Und mich reinlege, dann ist es schnell. Das ist besser und jetzt schieb nicht so, sondern stell dir vor, das ist wie eine Peitsche. Dass du nur, du klatschst nur einmal hier dran, okay? Und ziehst direkt zurück. Und mehr Hüfte benutzen. Boom. Ja, besser. Jetzt komplett ausstrecken. Die war gut. Nochmal. Achso, nochmal. Bei uns geht es halt hauptsächlich immer nach. Jawohl. Also einfach so geschoben. Schön locker, ja, nicht schieben. Genau. Wie eine Peitsche. Stell dir vor, das ist das Ende von der Peitsche. Du brauchst echt viel, auf das man achten muss. Hände, Füße, Kinn, irgendwie. Viele Federquellen. Okay. So, Hände passen. Wir nehmen jetzt mal einen Kick dazu, okay? Wir nehmen aus der Bewegung einen Low-Kick dazu. Folgendermaßen. Wir machen jetzt nochmal unseren Jab hier oben. Wir ziehen eigentlich nur die Aufmerksamkeit von ihm nach oben, machen uns den Weg frei, dass wir ihn gleich mit dem Low-Kick angreifen können. Das ist auch, Low-Kicks sind auch für euch, für schwere Leute, eine brutale Waffe. Guck mal, euer Bein ist schon so ein Baseballschläger, ja. Auch das müsst ihr auf jeden Fall ausnutzen. Hep, hep, ganz locker die Hände, hep, Low-Kick. Okay, hep, hep, boom. Ja, ich gehe hier ein bisschen runter, damit ich mich ausbalancieren kann und nehme den Arm auch zum Ausbalancieren an meinem Bein vorbei. Der andere geht hoch in die Deckung, ja? Boom. Das ist die Bewegung. Und einfach versuche kurz über dem Knie hier den Muskelansatz zu treffen. Boom, 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 boom. Und dann wieder hinten abstellen, wieder in Kampfstellung rauskommen, ja? Okay, kapiert? Spiel das mal aus. Die Hände ganz locker, ja? Macht das hier jetzt nicht auf Power, das ist keine Übung für die Power. Das ist nur Distanz, Kontrolle, Fußarbeit ist wichtiger. Und das ist ein Setup für euren Kick, ja? Let's go. Kannst du noch ein bisschen leichter machen, wenn du dich beim Kick ein bisschen runterpumpst. Dann musst du nicht so, wenn je weniger dein Bein hier gestreckt ist, desto breiter ist deine Base. Ja. Also du kannst ruhig das hier machen. Wenn du deinen Kopf aus der Stoßbank bringst, kannst du ruhig hier ein bisschen runtergehen. Und dann kannst du richtig Power aus der Hüfte drauf bringen. Das Bein, ja? Ja, cool. So, ja, sehr gut. Also, kurz Päuschen, immer Handschuhe anziehen. Ich hoffe, wir haben passende Handschuhe. Die Schaufeln da. Man merkt es auf jeden Fall schon. Aber ich will so merken, wenn wir so die Beine anspannen, dann tut es nicht so weh. Ne? Das ist krass. Also ein bisschen Vorteil haben wir vielleicht schon. Ja. Und ich sag euch ehrlich, wir haben bis jetzt noch langsam mit den Jungs gemacht. Wir sind gerade nicht hier, weil wir wollten auch, wir sind Gäste hier, wir müssen uns natürlich dementsprechend benehmen. Das heißt, wir haben jetzt sehr entspannt gemacht natürlich. Und ich sehe unsere Chancen so ein bisschen im Wrestling, habe ich. Ich hoffe es, dass wir so irgendwie im Boden vielleicht durch eine leichte Überlegenheit durch unser Gewicht haben. Ja.
Kollegen von mir haben gesagt, leg dich einfach drauf. Einfach drauflegen, ne? Einfach mit deinem Gewicht drauf, dann kann er nichts machen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert gleich. Bin gespannt. Aber auf jeden Fall ziemlich geile Erfahrung. Einfach drauflegen. Okay, also man sieht schon bei mir, ich glaube, das war eigentlich so mehr oder weniger Aufwärmen, was wir gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall schon wie geduscht. Und ihr seht, der Kollege neben mir ist voll trocken, wie One Day Out, Bodybuilder One Day Out. Also, das ist schon ein Unterschied. So mein kardiovaskuläres System muss ich erstmal an so eine Belastung wieder gewöhnen. Das ist aber auch, denke ich, völlig normal, ne? Ja. 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 Sehr gut. Was machen wir damit, dieses Ding hier sich nicht löst in den Kreis? Kann auch verletzen, oder genau, das Gesicht oder so. Ja. Wir nehmen jetzt das gleiche Setup oder ein ähnliches Setup wie eben, um die Distanz zu überbrücken, ja? Und zum Takedown ins Wrestling zu gehen, okay? Das ist jetzt mal erstmal ganz easy, dass wir den Jab machen, die Cross machen, dass ich ihn sozusagen pushe, ja? Ich will ihn pushen, also ich will ihn in die Rückwärtsbewegung bringen und dann will ich ihn ziehen. Ich gehe ein Schrittchen zurück, ich will ihn unlocken, du bewegst dich auf mich zu und anstatt jetzt hier meinen Kick oder wieder eine Hand zu schmeißen, gehen wir mit unserer Base ein Stückchen runter und shooten gerade in ihn rein. Connection hinter dem Bein, okay? Hier richtig tief. Mit dem Kopf bleibt ihr oben, baut hier Druck auf an der Brust und versucht so eng wie es geht hier zu sein. Ihr macht alles eng, macht die Knie eng, bringt die Hüfte dran, ihr geht hier hin, okay? Dass wir jetzt so gut wie es geht Kontrolle über ihn haben. Um von hier jetzt gleich entweder einen Takedown zu machen oder zum Rücken gehen zu können oder ihn an den Cage zu pushen und dann im MMA von hier weiter zu arbeiten. Ja? Nur den Eingang erstmal und machen dann gleich den Wurf. Also ich springe in die Rückwärtsbewegung, der Partner macht jetzt natürlich mit, ich mache einen Jab, ich mache meine Cross. Jetzt kommt er auf mich zu, ich senke meine Base ein bisschen ab und gehe mit zwei schnellen Schritten und mit dem Griff hier rein. Wichtig ist, dass der Kopf oben bleibt, ja? Geht nicht hier unten hin, sonst werdet ihr direkt gepusht oder mit einem Choker angegriffen oder irgendwas, ja? Ihr wollt hier eine stabile Pose haben. Dann geht ihr hier ran und habt erstmal die Kontrolle, okay? Bis hierhin erstmal, ja? Okay. So einmal so, dass man hier so... Ne, wie hast du gegriffen? Ich weiß schon nicht. Trocken probieren, so. Genau, lass den Kopf oben. Den Kopf oben, ja genau. Connecte deine Hände. Genau. So, komm mal so. Ja, genau. Jetzt gehst du so eng, wie es geht, komplett in die Connection dran. Dass du jetzt denkst, wenn du dich jetzt drehst, dass du ihn bewegen könntest, ja? Genau. Okay. Je weiter ich hier weg bin, desto weniger Power habe ich, um dich zu bewegen. Wenn ich hier ganz eng bin, dann kann ich... Du kannst jetzt quasi mein Bein nach vorne kippen. Das machen, okay? Da willst du hin. Boah, geht das schnell, Alter. Ja, ja, sorry, Alter. Versucht so eng wie es geht mit der Hüfte dran zu kommen, ja? Die Position der Hüfte ist das Wichtigste. Wieder greifst du so, Finger an Finger. Ist nicht so gut. So, ist nicht kannst, gut. Du auch, so kannst du auch greifen. Also kannst so hier? Kannst du so greifen ja. Oder so. Wichtig ist, wenn wir so greifen, die Daumen sind immer angeklebt. Weil wenn du so greifst und du drehst deine Hände. Hatte ich schon, guck mal. Ja, hast du die Kapseln? Nee, nicht die Kapsel, abgerissen, die ganze Sehne. Ja. Deswegen immer wie, als wären die festgeklebt. Was? Als wären die festgeklebt, deine Daumen. Deswegen greifen wir immer so. Okay. So. Falls man abgesetzt soll, ob ich noch mal so dick gewohnt hat, und wenn man wieder reinspringt. Guck, wie das bei dir aus, ob du dich hochgehoben bekommen. Ja, locker, das ist ja Physik. Ja. Nee, ist ja Hebelverhältnis. Im Prinzip, wenn du einen richtigen Hebel anwendest, kriegst du mich auch hoch. Ja. Links, du kommst. Hier geschreien. Und jetzt kann ich, wenn ich hier zum Beispiel reingehe, von Hüften noch rüber. Siehst du? Sag ich doch. Ja, ja. Dann nehmen wir gleich den Wurf dazu. Also, wenn ihr gleich geworfen werdet, dann macht bitte nicht. Hier sowas, dass ihr euch auf euren Arm abstützen wollt oder auf den Kopf oder auf irgendwas, sondern werdet geworfen und ihr nehmt den Arm mit dazu als breite Stütze, okay? Und klatscht richtig auf den Boden und versucht euch so rund, so abrollend wie möglich hier auf den Boden zu kommen, okay?
Single Leg Take dann bei mir. Boom, er kommt rein. Er bringt mich runter. Und ich klatsche wirklich auf den Boden mit meinem Arm. Nehme da richtig Druck raus. Und lande dann hier, okay? Und was er jetzt auch macht, ganz wichtig, ihr dürft den Partner oder den Gegner nicht einfach so wegschmeißen und die Connection verlieren, okay? Dann habt ihr euren Vorteil verloren. Das heißt, wenn ich das hier mache, ich mache den Takedown und boom, steht er wieder, okay? Ich habe Kraft verschwendet, ich habe mich noch zum Affen gemacht, weil ich geworfen habe und es hat mir nichts gebracht, okay? Ganz wichtig ist, wir machen den Wurf und ihr haltet die Connection. Ihr bleibt die ganze Zeit eng, ihr wollt direkt in den Druck hier, okay? Wieder das Gleiche. Eng, Hüfte kontrollieren. Und jetzt, von hier kann ich weiterarbeiten. Ja, im MMA kann ich schlagen, wie auch immer, die Position verbessern. Also, ein, zwei Mal bitte jetzt das hier. Boom machen, das Gefühl kriegen, dass ihr fallen könnt. Jawohl. Lass dich mal fallen. Hauptsache, du stützt dich nicht auf den Arm. Ja, das war ganz cool. Auf den Finger oder auf irgendwas. Also zieh ich dein Bein gar nicht hoch. Nee. Du machst mich quasi das Bein nur schwer. Als würdest du hier. Ja. Dann kannst du hier sind. Ja. Ich bin hier. Ja. Ich zieh dich quasi nach unten. Ja, ja. Okay. Mach jetzt das ganze Setup, okay? Das ganze Setup, was wir heute gemacht haben. Jab. Ich mach meinen Kick. Cross bringen in die Rückwärtsbewegung. Ich ziehe ihn wieder, boom, runter, Pressure, 1, 2 Punches und wieder hoch. Okay, so einen kleinen Drill draus machen, abwechselnd, 1, 2 Minuten am Stück, nochmal atmen, ein bisschen hochfahren, okay? Auf jeden Fall eine Menge Spaß. Freunde, auch hier. Auf jeden Fall im Training Intra trinken. 50 Gramm völlig ausreichend, seid top versorgt. Ich habe für euch was rausgeprügelt. Und zwar, wir sind im Top Athletic Gym. Das heißt, mit dem Code THG bekommt ihr jetzt maximalen Rabatt auf den Epic Intra. Let's go. Guck mal, wir arbeiten jetzt mal noch eine Technik im Boden. Oder, nee, wir arbeiten eine Position im Boden durch, okay? Und zwar, ihr mit. Das kannst du machen. Nee, wir machen das so. Du versuchst ihn mal unten zu halten und du ihn, okay? Abwechseln und du ihn, okay? Also, wir wollen mal gucken, wie viel macht die Power aus, wie viel macht die Technik aus, okay? Weil ich der lacht schon. Weil ich bin der Meinung, dass die Power sau viel ausmacht und auch das Gewicht, okay? Macht einen riesen Unterschied, ob du 80 Kilo auf dir hast, die dich unten halten oder 140 und in deinem Fall halt 67, also. Ja, okay, pass auf, folgendes. Okay, stellt euch mal, ihr habt jetzt den Wurf gemacht, ihr habt euren Partner runtergebracht und ihr habt hier die Kontrolle komplett auf der Seite, okay? Also, wir haben keine Beine mehr im Weg, sondern wir sind auf der Seite und wir fangen von hier an, dass ihr hier die Hand-Connection habt, so eng wie es geht dran seid. Und jetzt versuchen wir einfach mal, ich lasse die Zeit laufen, jeder hat eine Minute Zeit, okay? Er versucht aufzustehen, ich versuche ihn unten zu halten mit allem Möglichen, ja? Versucht hochzukommen, wieder auf die Füße zu kommen. Ja? Ich versuche ihn mit allem, was ich habe, unten zu halten. Oder wenn euch was einfällt, eine Submission zu machen. Wie auch immer, okay? Was ist Submission? Ein Würgegriff, Aufgabegriff. Du kannst versuchen, mal hier einen Choke zu machen oder Armhebel. Doch. Kannst du machen. Ja, das ist gewohnt. Das macht ihm gar nichts. Das heißt, du legst ihn jetzt auf den Boden und dann liegst du. Ja, ich leg mich schon hin. Ja. Ich mach's Eugen ein bisschen einfacher, weil, richtig. Weil wir erst noch Anfänger. Seid ihr beide ready? Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1 und work. Nice. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Denk an Body mit Base. Jawohl! Nice, good job. Sehr gut. Und wieder runter. Gleiche Position. Ich bin noch nie so weit weggeflogen. Und go. Sehr gut, sehr gut. Ja, nice, good job. Perfekt. Und wieder runter. Und go. Komm, Eugen, Position, beweg dich mehr. Aber du musst austanzen. Noch 20 Sekunden.
Noch einen Moment, noch 10 Sekunden. Und go. Und Zeit. Richtig, richtig stark. Siehst du, dieses eine Explosive, ja, dieser eine explosive Push, der hat dich rausgeholt. Die Zeit läuft in 3, 2, 1 und go. Ich habe irgendwo so einen Popel verloren, Alter. Das ist brutal, Leute. Das machen die Japaner immer. Wie war das hier oder Beintraining mit Danny? Das hier ist brutal. Also alle Ehre an Danny. Der ist auch geisteskrank. Aber das hier. Du denkst, du wirst bewusstlos. Also ich bin sehr beeindruckt, vor allen Dingen, dass er diese explosive Kraft trotz der Masse noch umsetzen kann, ja, und auch hier wirklich den Körper bewegen kann. Das ist schon sehr beeindruckend und so, wie gesagt, hätte ich nicht erwartet und sehr stabile Leistung bisher. Klar, die Pumpe fehlt, die Pumpe ist einfach nicht da, da muss man sich dran gewöhnen, aber ansonsten echt geile Leistung bisher. Das war nur eine Minute, ne? Das war eine Minute. Alter. Wir schauen jetzt, wie sich der Raphael mit dem Thorsten schlägt. Wir haben ja einmal 85 Kilo Kampfgewicht, 136 Kilo Kampfgewicht. Seid ihr ready? Beide? Jo. Dann geht's los in 3, 2, 1. Du musst dich mehr bewegen, du darfst nicht statisch dagegen okay. arbeiten. Dafür setzt dich stark. Mehr bewegen, jawohl. Sehr gut, komm in die Hüfte. Halbe Minute noch ungefähr. Direkt aus der Hüfte, Raphael. Arbeit aus der Hüfte. Ja, nice, nice, nice. Aufstehen. Boah, das hat geknackt. Komm, weiter. Komm, wir haben noch 20 Sekunden. Das ist sehr gut, du bist schon einmal aufgekommen. Und go, go, go. Arbeit am Kopf, vor dem Kopf, vor dem Kopf. Fünf, drei, zwei, eins. Boah, das ist wie Rodeo-Reiten. Unmöglich. Dann geht's los in 3, 2, 1 und Zeit läuft. Und wieder drauf, drauf, drück mal. Jawohl, und wieder runter, sehr gut. Komm, komm, komm. Du musst mehr in die Hüfte kontrollieren, Raphael. Du fokussierst dich zu viel auf den Kopf, okay? Okay. Mach dich schwer auf die Hüfte. Bring dein Gewicht auf deine Hüfte. Jawohl. Lass dein Gewicht auf seiner Hüfte. Und wenn du seine Hüfte hast, kommt er nicht hoch. Siehst du, so hast du ihn. Jawohl, jawohl. Wieder tief, breite Base machen. Tief, mach dich flach. Bring deine ganze Kraft Richtung Boden. Jetzt push ihn, lauf auf ihn drauf, lauf auf ihn drauf. Und wieder runter. Komm, noch 15 Sekunden. Alles eng machen, Raphael. Tief, 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 tief. Hüfte schwer machen und go. Genau, 3,
2, 1. Oh, krass. Krass. Krasse Erfahrung. Es geht von der Luft her, geht's aber. Die Kraft ist einfach, die geht so wahnsinnig schnell weg. Ich dachte, es wird einfacher, wenn ich auf ihn drauf liege. Aber er ist sehr schnell in der Hüfte. Er hat die schnell gedreht bekommen. Das macht es unheimlich schwer. Okay, also wie erwartet, die Masse macht verdammt viel Unterschied. Und wenn er den kurzen Power-Move kriegt, dann kommt er auch hoch. Und er kam, glaube ich, ein, zwei Mal auf die Beine. Und mit ein bisschen Technik wird er das auch hinkriegen, eine richtig gute Top-Pressure und eine gute Ground-Control hinzubekommen. Bin ich der festen Überzeugung. Also richtig gute Leistung von beiden. Okay, wir sind fertig mit unserer Einheit. Die Jungs haben sich super geschlagen. Wir haben ein bisschen geboxt, wir haben ein bisschen gewrestelt, ein bisschen gecrabbelt. Ich glaube, es hat allen Spaß gemacht. Und wir haben die Kämpfe von Eugen gegen Yoshi und von Thorsten gegen Raphael auch aufgenommen. Das seht ihr in den nächsten Videos und dann sehen wir uns.